Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Back to the Future, The Game von WTOSS.de. Ich bin Thorsten von WTOSS.de und nachdem wir letztes Mal wieder festgestellt haben, dass Doc Brown sich in der Zeit aufgelöst hat, müssen wir jetzt erstmal klären, wo gehört dieser Schuh hin. Und los! Wow. Mittwoch, 14. Mai 1986. So, ja. Folge der Spur zu Doc. Da waren wir noch unterwegs. Oh. Gucken wir mal. Aber Einstein will dahin. Oh, dann gehen wir mal dahin. Okay, wir finden jetzt da auch nichts. Um jetzt ein Tor zu öffnen. Gucken wir mal, was da steht. Du willst dich wohl in den Schnapsladen schleichen, junger Mann. Ja. Aha. Gehen wir mal weiter. Okay, hier ist die Welt zu Ende. Okay. Zero. Starbase Zero. Ich hoffe, Jimmy hat den Wild Gunman repariert. Oh, gehen wir doch mal rein. Ich sollte mir ein kurzes Spiel gönnen. Mhm, bin dabei. Okay, jetzt bin ich bereit. Das war aber ein wirklich kurzes Spiel gewesen. Ach, gucken wir mal, was Einstein macht. Was ist Doc passiert, Aini? Oh. Warum hat Doc keinen Hundeübersetzer erfunden? Trau dich. Geht von der Tür zurück. Oh. Nun will ich dich mal ansehen. Komm schon, Einstein. Es vermutet habe. Unruhestifter! Weg da! Na, wird's bald? Mhm. Ich bin kein Rowdy, Ma'am. Ich bin ein Teenager. Junger Mann, ich bin doch nicht von gestern. Du bist doch der Bengel, der jeden Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr mit seinem Skateboard auf unpünktlichste Weise über den Gerichtsplatz rast. Ja? Alle Skateboarder sind Rabauken. Das ist eine Tatsache. Schlag's nach. Ah ja. Okay, und dein Hobby ist wohl offenbar Falschparker aufschreiben, Geschwindigkeitsübertreter aufschreiben, Leute, die ihren Hund auf den Gehweg scheißen, aufschreiben. Aber gut, lass uns mal weiter. Komm zur Sache, Kind. Verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Oprah. Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Und? Ach, ja. Sie sind nicht zufällig mit Vizedirektor Strickland verwandt, oder, Ma'am? Es geht dich zwar nichts an, aber ja. Ich bin seine Schwester, Edna. Gehörst ja. Du zu den McFlys, dieser Bande von Faulpelzen? Ja. Was hat der Artistrick, ich meine, was hat Ihr Bruder sonst noch über mich erzählt? Nichts, was ich mir nicht selbst zusammenreimen könnte, Faulenzer. Na, Applaus. Na, das kann ja noch richtig interessant werden. Aber wir haben ja noch einen Schuh für die Dame. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Ja? Das war über Inventar. Dann gehen wir ihr mal.
zu Edna. Edna Krabappel. Du? Was soll ich denn mit deinem... Ups! Bleib da! Bleib da! Das sieht dann auch aus, als würdest du ihren Schuh erkennen. Hä? Hi? Diese Kreatur muss draußen bleiben. Och, Einstein, nee. Nein, Einstein. Du armer Kerl. Sei doch lieb. Unartig. Du armer. Ach, das hat ja ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Okay. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, ich... Ich habe nur Tee und Bonbons. Aber... Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen. Aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdys. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Setz dich, mein Junge. Naja, ältere Herrschaften sind ja eh ab und zu mal... Hey, ihr da! Macht die Zigaretten aus! Ja, etwas ältere Herrschaften sind ein wenig verzwickt. Oh, gucken wir uns doch mal hier an. Guck mal, was die Zeitungen da sagen. Fass die nicht an! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Ah ja. Marmelade? Ich hab doch gar keine Marmelade. Okay. Jetzt sag nicht, das ist eine Katzennummer. An deiner Stelle nicht tun. Miss Pretty Whiskers ist sehr eigen, wenn es darum geht, wer ihr Futter gibt. Ah ja. Miss Pretty Whiskers. Ja. Okay. Gucken wir uns mal die Heizung an. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Oh, oh. Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Pass nichts an! Ah ja. So, jetzt haben wir die Möglichkeit... Zeitungen zu gucken. Oder? Ja, hat doch geklappt. Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Ah ja. Nettes Bild. Das hat jetzt auch wirklich viel gebracht. Gucken wir noch mal bei den Bonbons. Die sehen aus, als wären sie älter als ich. Ach, so viel zum Thema gucken. Seltsam. Das Wasser kocht immer noch nicht. Meine Zeitungen dürfen wir nicht ansehen, aber gucken wir uns mal die Bilder an. Ist das... Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Ah ja. Wer sich an die Filme erinnert, weiß diesen einen kahlköpfige Herr, der Marty. Miss Strickland, wegen ihrem Tee. Sie haben vergessen. Was? Das wird mit einem U geschrieben, du ungebildeter Schmierfink! Ältere Herrschaften sind in der Hinsicht einfach nur cool. So,
So, aber irgendwie müssen wir sie doch dazu kriegen. Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt. Mhm. Okay. Darf ich einen Moment Ihr Ferngas benutzen? Nur zu, Schätzchen! Mann, das ist aber stark. Ich kann Biff sehen, wie er in die Videothek geht. Du glaubst nicht, was für einen Schund sich der Junge ansieht. Mhm. Er ist ein außer Kontrolle geratener Hedonist, genau wie sein Vater. Okay. Wenn es hier einen Hinweis gibt, wo ich Doc finden kann, scheine ich ihn nicht zu sehen. Ich weiß nicht, wo ich zu suchen beginnen soll. Hallo, oder Edna direkt. Miss Strickland. Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht! Ja? Nett. Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag wichtig, Tua. Aber... Oh gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Ah ja. Eine Flüsterstube in Hill Valley? Tu nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation... hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Ja. Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Okay. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht wurde. Nicht doch. Aha. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Okay. Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Ach, echt jetzt? Boah, danke für diesen Hinweis. Wenn wir jetzt ein Datum hätten, wäre es viel einfacher. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Mhm. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Prohibition für die etwas jüngeren Herrschaften meines Let's Plays ist in den Staaten damals der Alkohol verboten worden, gesetzlich. Das haben sie auch nur wenige Jahre durchgeführt und ja... Dann haben sie die Prohibition wieder geknackt und wieder Alkohol zugelassen. Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Es ist so lange her, falls du nach schwarzgebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Jo. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Ha? Die Bar war dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Aha. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Okay. Muss die Bibliothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist? Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Tiefternen! Finger weg von der Radkappe, bevor
Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, dass das jetzt nicht wirklich... Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. ...weiter stört. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Ach ja, ältere Herrschaften sind doch was Tolles. Denke mal, wir... Stört es Sie, wenn ich kurz rausgehe? Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ein Video zurückgeben muss. Musst du gehen? Ich bekomme in letzter Zeit so wenig Besuch. Aber... Und ich würde ungern meinem Bruder, deinem Vizerektor, der für Disziplin zuständig ist, erzählen, wie unhöflich du warst. Ja, genau. Das so kurz vor dem Schulabschluss. Ja, genau. Wach wie nett. Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die illegale Bar abgebrannt? Soweit fahren wir jetzt auch schon. Was ist denn das? Meine journalistischen Auszeichnungen. Der Katzenfreund? Das ist seriöser Journalismus. Ah ja. Die Bilder Marshall Strickland. Mein Großvater. Er wurde vor über 100 Jahren von Mad Dog Tannen erschossen. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Ja, zu sehen in Zurück in die Zukunft 3. Ja. Ein Abenteuer in Wildwestmanier. Ja, aber... So. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie nicht anfassen! Irgendwie hat das was mit dem Heizkörper zu tun? Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt! Und jetzt schnell? Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, er ist dort nicht gelandet. Okay. Einstein hat mir den Schuh gebracht und Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die illegale Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die Bar abgebrannt? Ich brauche zumindest das Jahr. Da lag oben was drauf. Firma kündigt Pläne für Lone Pine Mall an. Peabody Ranch muss dem Bauvorhaben weichen. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Clint Eastwood stürzt mit Zug in den Tod. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Es liegt an diesem billigen, ausländischen Teekessel. Aber finde heutzutage mal einen amerikanischen... Ich merk schon. Das hilft uns da jetzt nicht wirklich weiter. Wir probieren jetzt mal was anderes. Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt. So, wir flüchten. Wir versuchen jetzt ganz schnell zu flüchten. Dann stecke ich hier wohl erstmal fest. Ach, Shitter! Der höfliche Gast hält sich von der Küche fern, Mr. McFly. Oh Gottes Willen. Wir
Ich werde in einem Beschwerdebrief deutliche Worte finden. Yo. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Fangen wir doch mal hinten nochmal. Entschuldigen Sie, Miss Strickland. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Yo. Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Wow. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Ich hab dir doch gesagt, du sollst meine Güter. Das kann... Gibt da nicht irgendwie... Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Wie bitte? Aber irgendwie muss das mit dem Heizkörper... Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt! Irgendwie muss das mit dem Heizkörper zusammenhängen? Oktober 1985. Schießerei in Mall. Behörden stehen vor einem Rätsel. Ja. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll. Wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Noch ein Versuch. 28. Oktober 1985. Schießerei in Mall. Oh Behörden Gott. Stehen vor einem Rätsel. So. So, ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, weil ich habe jetzt hier so mal gar keine Ahnung. Edna. Als eine illegale Bar abbrannte. Ja, super, so weit sind wir schon. Einem Gebäude. Ja, toll. Dann stecke ich hier wohl erstmal fest. Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die illegale Bar abgebrannt? Ja. Die Frage ist berechtigt. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Wie bitte? Schon gut. Hat irgendjemand eine Idee? Bonbons können nicht sein. Edna, und wenn wir jetzt in die Zeitungen gehen, geht die... Sagt ihr jetzt auch wieder? Nee, Finger weg. Also schicken wir sie nochmal weg. Ich erkoch das Wasser jetzt. Komm, komm, komm. 28. Oktober 1985. Schießerei in Mall. Behörden stehen vor einem Rätsel. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Oktober 1985. Schießerei im Mall. Behörden stehen vor einem Rätsel. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Gucken wir mal jetzt. Darf ich einen Moment Ihr Ferngas benutzen? Nur zu, Schätzchen!
If. Wiederaufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Mhm. Okay. Miss Strickland? Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Also ich flippe gleich aus. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. So. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie nicht anfassen. Immer wieder nett. Also nochmal sie wegschicken. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Antwort. Das ist das Pfeifen. Ich erkoch das Wasser jetzt. Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Carl Sagan? Das ist Doc! Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn retten. Oh, Scheiße. Tut mir leid, Miss Strickland. Lassen Sie mich... Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Ah, raus! 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 Hilfe! Polizei! Ich werde von Raudis... Ältere Herrschaften sind doch immer wieder toll. So. Haben wir uns schon mal umgezogen? Marty? Wo hast du gesteckt und wie siehst du eigentlich aus? Das ist ein Kostüm. In unserer Schule steigt heute eine Halloween-Party. Halloween-Party? Im Mai? Ja. Ist schon gut. Du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Mhm. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey, manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Ah ja. Bist du bereit, Einstein? So, also wie war das jetzt nochmal? Müssen wir... Zeitleitung A. Flugkompensator, Flugsicht. So, und jetzt... Okay, wenn Doc am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc. Okay. Dann treten wir mal richtig drauf. Fluxkompensator tritt drauf. Boah, das sieht so geil aus! Das sieht so geil aus! Oh shit.
Ja, schöne Scheiße. Victor? Warum? Na super. Was ne Blitzbirne. Also wieder den altbekannten Parkplatz. Hill Valley, 2 miles. Oh, wie cool. Wie cool das gemacht ist. Echt, wie cool. Also, da muss man echt sagen, da haben sich die Entwickler wirklich was bei gedacht. Einstein, wo willst du hin, mein Junge? Wow. Das sieht cool aus. Da müssen wir schon ein bisschen auf den Verkehr achten, auch wenn da relativ wenig los ist. Junger Mann! Entschuldigung, junger Mann! Wer? Ich? Sie sind der einzige Mann auf der Straße und ich brauche einen Mann von der Straße Meinung. Na Sie super. Haben sicher von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Sie können schreiben, ich wäre dafür. Sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Mhm. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Nein, eigentlich nicht. Das ist die richtige Einstellung. Okay. Sie mit Gleichgültigkeit zerstören. Wenn wir Ihre Bars nicht besuchen und Ihre verruchten Taten nicht verklären, stehen Sie bald als die jämmerlichen Schufte da, die Sie sind. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin... Welchen nehmen wir denn? Sonny Crockett. Vielen Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. Crockett. Okay. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als... Ich kenne Ihre Arbeit. Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. Es geht vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, dass dadurch eine bessere... Einstein, nein! Aus, mein Junge! Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. Yo. So ist das Gesetz. Lesen Sie es nach. Eine typische Strickland. So. Halte die rechte Maustaste gedrückt, wenn Marty geht, um ihn rennen zu lassen. Aber bevor wir das machen, machen wir eine Pause. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Videos von wtuss.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.